Wir werden nämlich im nächsten Jahr rund 10 Millionen Subventionen weniger haben wieder bei Cargo. Ja, also um die schwarze Null, ein ausgleichendes Geschäftsergebnis zu erreichen, ja, dürfen wir nicht nachlassen mit den Anstrengungen, die der Nicola mit seinen Kolleginnen und Kollegen hier anspricht. Wir haben auch gute Fortschritte gemacht jetzt in den letzten Monaten in der Vorbereitung von einer Partnerschaft. Wir wollen für die SBB Cargo Schweiz eine Partnerschaft mit Minderheitspartnern. Wir rechnen damit, dass die Anspruch der Partner im Herbst jetzt dann wird erfolgen. Die Vorbereitungen laufen hier gut. Also mit der Drohne kann man den Zug abfliegen und schauen, ob die Ladung richtig verladen ist, richtig gesichert ist. Und das ist natürlich eine Ersparnis, weil man nicht mehr physisch um den Zug herumlaufen muss. Und zusammen mit der automatischen Bremsprobe erleichtert dann natürlich die Arbeit im Gleisfeld extrem. An der heutigen Medienfahrt hat sich die SBB Cargo im besten Licht präsentiert. Uns wurden einige Sachen schmackhaft gemacht, so wie die Drohne, die Verfahren beim Kontrollieren der Waggons vereinfachen soll, oder das automatische Kuppeln oder die Kontrollmöglichkeit, wo automatisch mit den Wagen passieren. Doch ein Haken hat es alles an diesem Spiel. Wenn auch der Gennery-Basistunnel gebaut ist, die Infrastruktur hergestellt ist, ist die SBB Cargo immer noch angewiesen auf das Ausland. Weil jede Zeitansparung in unserem Land bringt viel, doch wenn sie die wieder einfahren im Ausland, ist es wieder negativ. Darum hoffen wir, dass diese Signale, die die SBB Cargo bekommen hat, eingehalten werden und so es eine schnellere, vereinfachtere SBB Cargo gibt und so eine rentable SBB Cargo wird. Wir können es nur hoffen für die Zukunft. Vielen Dank fürs Schauen.